Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir die besten Whiskys des März 2019, die ich hier auf meinem Fass bzw. zusammen mit Ben auf seinem Fass verkostet habe. Und wir haben nicht allzu viele probiert, aber es haben sich erstaunlicherweise ja zwei sehr preiswerte Whiskys hier in den Vordergrund geschoben, was mich persönlich sehr freut, denn es ist ja nicht immer so, dass die teuersten für jeden hier da sind. Nein, man muss auch mal die Chance haben, einen guten preiswerten zu bekommen. Und da fängt es gleich mit dem Speyburn 10 Jahre an. Der hat ein neues Erscheinungsbild bekommen, neue Verpackung, neue Flasche. Und der Inhalt ist wirklich gut, liegt daran, sie haben ihm trotz günstigem Preis Sherryfässer dabei gegeben. Das kommt nicht oft vor. Und sie haben ihm ein Alter von 10 Jahren gegeben, das ist für einen Einstiegswhisky auch nicht so oft vorkommt. So, also dieser Speyburn, obwohl er ziemlich günstig ist, ich glaube unter 30 Euro, deutlich unter 30 Euro war das doch, oder? Oh, ja, auf die Preise schaut man nicht so, wenn man die Whiskys vom Geschmack her bewertet. Man liest die Zahl vor und das war's dann. Ne? Ja, ich glaube also deutlich unter 30 Euro. Und dafür einen wundervollen, absolut typischen Speyside Whisky mit einem wundervollen Sherry-Aroma. Nicht vollkommen Sherry-lastig, ne? Dazu sieht man auch nicht so zu hell. Aber doch mit dem gewissen Sherry-Fass-Einfluss, wenn man sagen kann, ja, der hat ein bisschen mehr. Das ist nicht nur Refill-Ex-Bourbon-Fass, sondern da ist wirklich auch noch mehr drin. Also hat mir riesig gefallen, ganz besonders für diesen Preis. Der zweite ist ein No-Age-Statement-Whisky, also ein Whisky ohne Altersangabe von Glengoyne. Aber da hat man sich halt massiv auf die Sherry-Fässer verlegt. Und hier kann man schon an der dunklen Farbe sehen, da ist was drin, ne? So, hat mir trotz eines vergleichsweise jungen Alters, sie schreiben es nicht drauf, damit ist er dann meistens unter 10, denn sonst hätten sie ja einen 10-Jährigen. Da haben sie also hier einen unter 10-Jährigen, aber ich habe an dem Geschmack nichts Jugendliches, nichts Metallisches und so mehr feststellen können. Liegt auch daran, dass Glengoyne auch drei Brennblasen hat und an der Stelle der Alkohol auch etwas, ja, reiner von diesen Fuselölen befreiter aus den Brennblasen herausfließt. Ja, Glengoyne hat mehr und mehr Absatz und scheint jetzt auch hier mit den No-Age-Statement-Whiskys nachschieben zu müssen, um den Wunsch der Kunden hier nach mehr Whisky aus dieser Brennerei befriedigen zu können. So. Der letzte und dritte hier in der Reihe ist der Old Pulteney. Mit 18 Jahren Alter. Old Pulteney hat jetzt entweder Ende 2018 oder Anfang 2019 eine neue Serie rausgebracht, wo sie jetzt wieder mehr auf das Alter von den Whiskys eingehen und hier einen 18-Jährigen herausgebracht, der auch noch bezahlbar ist und ja in der Reihe, die wir probiert haben, also sowas von fantastisch toll geschmeckt hat. Da sieht man das Alter wirklich nicht durch fast nichts oder durch nichts zu ersetzen ist. Also Alter zählt. Ne? Alter, Reife bringt hohe Komplexität. Man kann auch jüngere Whiskys mit wundervollen Geschmäckern erzeugen, aber die Komplexität, die kann nur wirklich mit höherem Alter ja, in einen Whisky hineinkommen. So, das war's. Diese drei haben es also bei mir aufs Treppchen geschafft. Welcher von den dreien am besten ist, nun hängt von ihrem Geldbeutel ab. Von billig bis mittelteuer ist nun alles dabei. Irgendwann werde ich mal wieder mal so super teure probieren müssen. Die landen dann typischerweise regelmäßig hier auf dem Fass. Ist aber ein bisschen schade, weil sie so wenig kaufbar sind. Schauen Sie bei uns im Shopsystem nach. Die Flaschen sollten verfügbar sein. Und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.